Schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt die Folge 5, Schwimmen wie ein Profi. Ich kann dir sagen, in meinem Leben hat sich alles um Schwimmen gedreht, wie wahrscheinlich auch bei Franziska van Almsick, Michael Groß. Pro Tag bin ich damals 6 Stunden im Wasser gewesen, 2 Stunden Athletiktraining und noch Physiotherapie, habe 6000 Kilokalorien am Tag verbraucht und ich kann dir sagen, das war echt eine harte Zeit. Das alles musst du an der Stelle nicht nachmachen, aber ich zeige dir jetzt so ein paar Kleinigkeiten, was ein Profi aus dem Schwimmen heraus mitgenommen hat, um dir dabei zu helfen, fast genauso gut zu werden. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie trainiert man denn richtig? Naja, ich kann dir nur sagen, dass du dir realistische Ziele stecken solltest. Das heißt, vielleicht am Anfang 2-mal die Woche ins Wasser zu steigen, an einem Montag, an einem Freitag als Zielstellung. Und mute dir am Anfang nicht zu viel zu. Fang langsam an. Eine halbe Stunde pro Trainingseinheit reicht. Und vor allen Dingen auch, dass du den Wechsel machst, Brustschwimmen, Kraulschwimmen, um die Muskulatur entsprechend punktuell zu belasten. Das Wassergefühl kommt mit der Zeit. Und ich würde dir empfehlen, am Anfang ein bisschen einzuschwimmen, dann das Hauptprogramm zu setzen, dann auf jeden Fall auszuschwimmen, um im Körper Laktat abzubauen. Das heißt, versuche dein Training zu strukturieren. Ich glaube, was wirklich ganz spannend und cool für dich ist, wenn du so ein paar Begrifflichkeiten mal mitnimmst. Also beim Kraulschwimmen ist ja sehr wichtig die Zug- und die Druckphase. Das heißt, beim Eintauchen des Armes von vorne bis hinten maximalen Druck auszuüben. Dann auch die Atmung, auch schon oft angesprochen, seitlich beim Kraularmzug dann zur Seite zu atmen, den Kopf wieder zurückzuführen. Dann ist es wichtig, welchen Beinschlag mache ich denn eigentlich? Mache ich den klassischen 6er-Beinschlag, so wie man den auf Kurzstrecken macht, oder mache ich dann doch den 2er-Schleppbeinschlag auf 2 Armzüge? Beim Brustschwimmen ist es sehr wichtig, weil der Vortrieb kommt aus den Beinen, die Arme möglichst schnell nach vorne zu machen, lange in der Streckung zu bleiben, dass die Beine hinten nachkommen, mit maximalem Druck eben auch mit einer guten Geschwindigkeit in eine sehr gute Gleitphase zu kommen. Ich habe dir gerade erläutert, wie strukturell ein Training optimal aussehen kann. Wichtig dabei die Cooldown-Phase, das heißt im Wasser sehr locker, sehr langsam schwimmen, dass der Puls runterkommt und dass du dir die Zeit nimmst, regenerativ zu nutzen. Das kann sein, auch dass du mit Flossen im Wasser den Vortrieb hast. Das kann auch sein, dass du ein Schwimmbrett dir nimmst. All das, was dich quasi regenerativ nach vorne bringt. Und entscheidend ist auch wieder, die Energiespeicher zu füllen. Das heißt, wie man das aus dem Freibad ja kennt, ich als kleiner Junge habe schon nach einer halben Stunde Hunger gehabt, eine Pommes mir geholt, am besten mit Mayonnaise. Das ist nicht so optimal. Besser wäre doch eine Banane, um die Energiespeicher zu füllen. Vielleicht auch ein Proteinshake dabei mit ein bisschen Kakaopulver. All das, was gesund und lecker ist. Schwimmen macht hungrig und deswegen nutze eben auch das Gesunde am Beckenrand. Die Ernährung spielt natürlich auch beim Schwimmen und beim Sport im Allgemeinen eine große Rolle. Niemals mit leerem Magen ins Wasser gehen, Stichwort Hungerast, sondern lieber eine Kleinigkeit vorher essen, eine Banane. Ein Apfel tut es auf jeden Fall auch. Und entscheidend ist, während du Sport treibst, schwitzt du natürlich. Und das gleiche auch im Wasser. Du spürst das natürlich nicht so, weil die ganze Zeit das Wasser deinen Körper umspült. Aber wichtig auch, je länger du im Wasser bist, umso mehr musst du auch zu trinken mitnehmen. Das geht auch eine Apfelschorle. Ich hatte früher, wenn ich am Tag 6000 Kilokalorien verbraucht habe, natürlich spezielle Sportlerernährung. Das brauchst du nicht. Aber auch nach dem Training habe ich es geliebt. Macaroni Carbonara. Auch dann auch einen Apfel nach dem Training, um dann eben schnell wieder die Speicher aufzufüllen. Das heißt, essentielle Aminosäuren, Kohlenhydrate und das kannst du auch sehr gut über eine gute Nudelportion hinbekommen. Schwimmen ist ja eine sehr gesunde, eine sehr sanfte Sportart. Das Verletzungsrisiko ist relativ gering. Aber man sollte aufpassen, dass man, wenn man die Wände macht, die Wände kontrolliert macht. Mir ist es einmal passiert in Paris bei einem Schwimmweltcup über 100 Meter Lagenschwimmen, beim Wechsel von Rücken auf Brust, dass ich mit der Hand gegen die Wand geklatscht bin und habe mir den kleinen Finger gebrochen. Das wird euch ja nicht passieren. Was aber passieren kann, wenn ihr zu wenig trinkt, wenn ihr zu wenig Magnesium zu euch nehmt, dass euch Krämpfe begleiten können, sei es jetzt in der Wadenmuskulatur, Oberschenkel oder wo immer. Ruhe bewahren, Pause machen, Krampf lösen. Und der klassische Krampf unterm Fuß, den kenne ich selber auch, dicken Zeh hochziehen, dann löst man den Krampf und vor allen Dingen ruhig bleiben. Ganz speziell für dich habe ich nochmal einen persönlichen Tipp, auch aus eigener Erfahrung. Setze dir bitte realistische Ziele. Es macht keinen Sinn, am Anfang mit sehr viel Druck dir Ziele zu setzen, die unrealistisch sind. Fang langsam an, über kleine Schritte nach oben hinzukommen, dass du dein persönliches Olympia dann auch schaffen kannst und umsetzen kannst. Wie schön ist das, zum Ende deines Weges
auf dem Mount Everest deine eigene Fahne reinzusetzen. Wenn dir das Schwimmen nicht reicht, dann kannst du natürlich noch Ergänzungstraining hinzunehmen. Das kann draußen an der frischen Luft sein, wenn du draußen joggen gehst. Das kann im Fitnessstudio sein, das kann auch Stabilitätstraining sein für den Oberkörper. All das kannst du einbauen. Eine andere Sportart ersetzt nicht das Schwimmen, weil das Wassergefühl kannst du nur im Schwimmen entwickeln. Aber versuch deinen Energiehaushalt so zu steuern, dass du nicht zu müde wirst am Ende der Woche und alles immer noch technisch sauber hinbekommst. Wirklich toll, dass du jetzt bei der Folge 5 dabei warst. Ich kann dir sagen, bei der Folge 6 wird es noch mal besser, denn ich bin dann im Dialog mit der Schwimmtrainerin Lena. Da reden wir mal über die Geheimnisse des Schwimmsports und vor allen Dingen Schwimmen mit Kindern. Und ich würde mich wirklich mega freuen, wenn du wieder dabei wärst. Wenn du zukünftig keine Folge über Schwimmen verpassen willst, lass dein Abo da. Und wenn dir, wovon ich ausgehe, die Folge gefallen hat, dann bitte Daumen hoch.